Noch bevor jetzt dieses Buch von Frank Thelen bekannt wurde, hat man ja auch auf verschiedenen, besonders auch auf LinkedIn, immer besondere Beiträge aus der Community gesehen über künstliche Intelligenz, das erwartet uns, dieses kommt. Und was mich zu diesem Moment immer persönlich gestört hat, also Erneuerungen sind wichtig, neue Technologien ist immer super. Wir hatten ja auch einen Sprung gemacht von Eiskratzen oder Schneiden früher aus den Bergen oder wo auch immer es ja kalt war und dann Übergang zu Kühlschränken, ja, und dann später Gefriertruhen, ist ja ein normaler Prozess. Aber was für mich persönlich ist, man darf den Menschen nicht auf der Strecke lassen, vor allem auch nicht vergessen, ja. Und wie du auch deine Befürchtung nahegelegt hast, die Menschen kommen erstens bei all diesen rasanten Entwicklungen nicht mit. Und zumal denke ich persönlich, wir haben irgendwo es versäumt, ja, oder die Verantwortlichen in der Gesellschaft auf hoher Ebene, dass Menschen, was Mindset angeht, was Verstand angeht, dann da erwachsen werden können oder auch mitfolgen können. Und bei all dem, wenn ich dann mir auch da auch dein Interview kurz mal zurück auf dein Interview mich stütze, wo Frank Thelen dann gesagt hat, dass es gibt Prozesse, wo teilweise, was war das gewesen? Ein Wärmetäuscher oder Wärmewandler, wo die Prozesse besser zustande kommen, wenn man da den 3D-Drucker mit KI vernetzt, als wenn es Menschen zustande gebracht hätten. Das können Menschen gar nicht mehr nachvollziehen. Das ist so ersten Moment erfreulich, aber dann denke ich wiederum, dass Menschen, die früher auch gläubig waren, ja, sei egal welche Religion, sei es Judentum, Christentum, Islam, ja, man hat ja dann irgendwann selbst Gott hinterfragt, das, was er erschaffen hat. Was ist in dem Schädel drin? Ich will mir das gerne mal näher forschen. Oder in der Brust, Herz, alles Mögliche, was ja erstmal medizinisch gesehen ein Fortschritt notwendig ist, ja irgendwo mit Glauben auch vertretbar. Aber all diese Erkenntnisse haben den Menschen in Zweifel gesetzt. Gibt es denn einen Gott? Und jetzt den Verlauf, und wenn wir dann das nochmal uns anhören, die Maschinen oder diese Technologien werden besser als der Mensch und der Mensch wird das nicht mehr nachvollziehen können. In dem Moment dachte ich, wow, wo geht das hin, ja? Ja, Moment, das ist ja nur ein bestimmter Bereich, in dem er besser wird. Das gibt es ja jetzt schon. Ich meine, die Maschinen spielen besser Schach als der Mensch. Das ist, ich glaube, 2000 war das irgendwann mit IBM, ich weiß nicht mehr, wie diese KI hieß. Und es gibt keinen Schachspieler, einen menschlichen Schachspieler, der die KI besiegen kann mehr. Also, das ist Fakt. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Bereiche gibt oder Möglichkeiten, wo ein Mensch andere Fähigkeiten hat. Ich glaube, das, was den Menschen ausmacht, ist seine Adaptivität. Das heißt, es ist eigentlich günstig, wenn wir es hinkriegen, dass alles, was repetitiv ist, alles, was banal ist, dass das durch Maschinen gemacht wird. Wie weit die Maschine wirklich oder eine KI irgendwann mal da ist, dass sie den Menschen, das Gehirn das so ablösen kann mit allem, was es ist, da glaube ich, das wird in den nächsten 10, 20 Jahren nicht passieren. Wird es in 50 Jahren passieren? Möglich. Ich erinnere mich, ich habe in den 90er Jahren mit neuronalen Netzen rumgespielt. Oh, wir hatten so regelbasierte Netzwerke, neuronale Netzwerke zur Mustererkennung an Maschinen. Das war schon Faszination damals. Und schon damals hatte ich gesagt, ja, das wird alles revolutionieren. Hat es damals noch nicht. Das ist häufig so, dass du so eine Euphorie hast und es wird sich alles ändern. Und dann braucht es eine Zeit lang und dann merkt man, ja, es hat sich einiges geändert, aber nicht alles. Bestimmte Sachen funktionieren da nicht. Und das ist meine Vermutung oder vielleicht auch womit ich mich tröste, dass ich sage, und wahrscheinlich wird es auch so sein. Also ich sehe noch nicht vielleicht bin ich da auch zu kurzsichtig, ich sehe da noch nicht so, damit mache ich mir noch nicht so Gedanken, dass die Maschine den Mensch vollständig ersetzen wird oder sogar der bessere Mensch werden wird.
warten wir mal ab, da bin ich noch nicht so. Ja, nee, da denkst du noch ganz gut. Ist schon ganz gut ein Gedanke. Ich hatte kürzlich auch mit jemandem ein Gespräch gehabt, der vor etwa 20, 25 Jahren so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hatte zu diesem Thema künstliche Intelligenz. Und der hat mir neulich gesagt, dass wenn er die Technologie betrachtet, was vor 25 Jahren war und heute, dann hat sich zwar an den Erscheinungen vieles getan, aber es ist noch nicht so erschreckend, ja, wie viele Menschen annehmen, ja, dass die Menschen irgendwie überholt sein können. Was ihn aber Angst macht, ist die Abnahme der Denkfähigkeit oder der gesunde Verstand des Menschen. Und er sagt, er fürchtet sich vor dem Tag, wo der Verstand des Menschen abnimmt und irgendwann auf dem Level kommt, wo dann so ein Gegenüber stehen, ja, zwischen KI und den neuen Technologien im vernetzten Zustand und Menschenverstand. Und die haben wahrscheinlich häufig den Beruf, weil es ist einfach und es ist sicher, damit bin ich sicher bis zur Rente und dann kriege ich eine Pension und alles. Diese Denke, die ist gefährlich, meiner Ansicht nach, wenn wir es in einer Gesellschaft nachher sind oder in einer Situation, wo Veränderungen sind. Bei einer Veränderung müssen wir adaptiv sein, wir müssen ausprobieren. Da werden natürlich Sachen schiefgehen. Das heißt, ich brauche Leute, die unternehmerisch denken, die bereit sind, mal so ein Risiko zu gehen. Da haben wir zu wenige. Ja. Ja. Das ist ja auch das, was der Frank Thelen versucht, nach vorne zu bringen, weshalb Leute unterstützt und das finde ich, kann ich nachvollziehen. Ja, also beim Interview, ne, zu diesem Thema und auch wenn man jetzt sein Buch gelesen oder gehört hat von Frank Thelen, kam mir oftmals bei dem Gedanken, als es angesprochen wurde, dass wir hängen so weit zurück als USA oder auch China, musste ich oftmals auch an Oscar Pack denken. Der hat nämlich vor vielen Jahren in einem Buch dargestellt, wie super grandios Deutschland ist. Die sind in jeder Sache akkurat, bringen qualitative Produkte heraus, sind weltweit berühmt gewesen für super Marken. Und bei dem Gedanken fiel mir dann ein, stimmt, der hat vollkommen recht. Und auf der anderen Seite hat er USA beschrieben, die eigentlich, was die Qualität angeht, nicht mit Deutschland mithalten können. Ja. Die haben allerdings auf Image aufgebaut. Also die sind so gut, was Image, was Brandbuilding angeht, dass die aufgrund dieser Macht, dieser Power, es dann auch mit Deutschland oder global mit allen aufnehmen konnten. Und dann hat er ein drittes Beispiel gebracht. Japan. Die sind, die haben ja in Business ihre kriegerische Methoden, Gesetze, die dann für Business entsprechend umgewandelt wurden und diese Strategien sind für den so ausschlaggebend und genau, dass die damit wunderbare Marken oder Innovationen erreicht haben. Und diese drei Clashes gab es früher. Und dieser Oscar Pack hatte erwähnt, wenn Deutschland nur nicht diese Image-Building, aber diese zeitliches Feingefühl, was Amerikaner in kurzer Zeit durchziehen können. Wenn deutsche Unternehmer diese adaptieren würden, wäre das wunderbar. Ja? Das ist aber schwierig. Insofern, ich glaube, dass es Unternehmer gibt, die das machen. Wir schauen aber meistens viel zu stark auf die großen Unternehmen. Und in großen Unternehmen ist das verdammt schwer. Das System in einem großen Unternehmen ist so, dass es Effizienz belohnt, Planbarkeit belohnt und alles, was Fehler angeht, bestraft. Wenn du aber unternehmerisch, wenn du etwas Neues ausprobierst, ist das Normale, dass es erstmal schief geht. Es geht häufig viel schief und irgendwann hast du es dann so weit, dass es geht. Bis dahin bist du weg in einem Konzern, hast du keine Chance. Das versuchen manche Konzerne zu implementieren in ihre DNA, gelingt aber fast niemandem. Warum? Weil es verständlich, das ist die sind mit der Zeit groß geworden, weil sie eben das Richtige die ganze Zeit gemacht haben. Und jetzt soll das falsch sein. Jetzt soll, das heißt, die sind groß geworden,
das, was die Manager machen, ist planbar bis zum gewissen Grad. Und das wird so getan, als ob es planbar wäre. Und die werden gemessen an weiteren Fortschritten. Nächstes Quartal müssen wir das machen. Da ist nicht vorgesehen, dass das dann auch mal runtergeht. Wenn es runtergeht, ist aber nicht gut. Also machst du keine Risiken, gehst du keine Risiken ein. Das, was ein Unternehmer sagt, ja, das ist aber wichtig, das hilft uns in 3 Jahren. Ja, geht der Profit halt im nächsten Jahr runter. Ist halt so. Aber dafür überlebt das Unternehmen. Das hast du in einem Konzern, der am Aktienmarkt ist, kannst du gar nicht haben. Der Vorstandsvorsitzende, der das propagieren würde, der wird rausgeschmissen, weil er ist ja nicht der Unternehmer. Hm. Er wird dafür bezahlt, dass es quartalsweise wieder schön vorwärts geht. Also ich kann es ihm gar nicht mal vorwerfen, selbst wenn er es sieht, er kann es nicht umsetzen. So, und unsere ganze Denke in Deutschland ist extrem in dieser Richtung getrieben. Noch früher hast du halt häufig solche Unternehmertypen gehabt, aber das sind im Vergleich zu einem Land wie USA halt sehr wenige. USA hat andere Riesenprobleme, die wir glücklicherweise nicht haben. Das ist was ganz anderes, aber auf diesem Ebene stehen wir nicht gut da, meiner Ansicht nach. Ich habe jetzt zwar eine Frage, wie man das beheben oder ändern kann, was du dazu vorschlagen würdest, wollte aber kurz nochmal dazu 2 Feststellungen, die ich gemacht hatte, mal nahelegen, ja, damit du entsprechend ein Bild hast, von wo ich herkomme. Ich erinnere mich, wo wir Ende 80er waren, bin ich oftmals mit meinem Vater, Eltern nach England gereist und dort hatten wir, kann Ende 80er, Anfang 90er sein. Auf jeden Fall hatten wir dort ganz besondere Schokoriegel gesehen. Bounty ist ja hier bekannt. Diese Kokosriegel. Aber dort hatten wir immer so rötliche Bounties gesehen. Ja? Das war aus Zartbitterschokolade. Die gab es in Deutschland nicht. Da dachte ich, warum haben die das in London, in England, aber bei uns in Deutschland gibt es das gar nicht. Ja? Das ist eine andere Sache, das mir gar nicht geschmeckt hat, Zartbitter. Aber die hatten das halt gehabt. Ja? Und viele andere Riegel, die es hier dann viel später gab. Genauso Cornflakes-Sorten. Wir hatten immer die klassischen Smacks oder alles andere gab es in England, aber hier nicht. Viel später dann durfte ich mit älter werden wahrnehmen, im Telekommunikationsbereich hatten die dort eine Breitbandtechnologie. So einen Fortschritt gehabt, das kam hier langsam peu à peu nach Deutschland. Und wenn ich mir jetzt die Gespräche oder auch die Sorge von Frank Thelen anhöre, was würdest du da vorschlagen? Wo liegt generell das Problem? Also, ich glaube, dass es eine Regelwut in Deutschland gibt. Können wir daran erkennen, welche Gesetze immer wieder zukommen? Es werden keine Gesetze abgeschafft. Gerade Steuergesetzgebung ist eine Katastrophe. Das versteht doch keiner mehr. Es werden aber auch immer mehr. Es wird immer versucht, es ist ja nicht so, dass das bösartig wäre, sondern man versucht es gerechter zu machen. Und das, was passiert, ist dadurch, es wird A, ungerechter, weil die Leute gar nicht mehr den Überblick haben, und B, es wird irrsinnig kompliziert. Und du bist wie in einem Gefangen in bestimmten Sachen. Das ist meiner Ansicht nach ungünstig. Das heißt, es wird auch nicht belohnt, wenn du mal ein Risiko eingehst. Es ist nach wie vor noch so, ach, der hat versagt. Während du in anderen Ländern wie USA bei solchen Sachen dann sagst, ja, er hat es 3-mal versucht, beim 4. Mal ist er richtig erfolgreich geworden, hat das Ding hochgezogen. Das ist eine Einstellungssache auch von der gesamten Bevölkerung dazu. Du hast hier eine hohe Neidkultur. Das heißt, wenn du einen Unternehmer hast, der dann wirklich was geschafft hat, keiner sieht, wie er da hingekommen ist, dass er richtig ins Risiko gegangen ist, dass er das gemacht hat. Ich kenne keinen Unternehmer, dem das zugefallen ist. Außer vielleicht jetzt jemand, der in der zweiten, Unternehmen geerbt hat, hat dann andere Probleme. Aber ich rede jetzt von denen, die was aufgebaut haben. Und dann wird gesagt, der kann sich einen Porsche leisten, das geht ja gar nicht. Also es wird immer unterstellt, dass der dabei etwas Unmoralisches oder sogar Illegales gemacht hat, weil sonst könnte er nicht zu dem Geld kommen. Und das
würde ich sagen, stimmt in den meisten Fällen nicht. Ich rede nicht von großen Konzernen. Ich rede von dem Kleinen, der sich irgendwas Tolles aufgebaut hat, eine tolle Idee hatte, umgesetzt hat, gescheitert ist und wieder das und das aufgebaut hat. Und dann ist er nach 20 Jahren, hat er da was Tolles aufgebaut und dann wird ihm das nicht gegönnt. Das ist eine Einstellung, die die Deutschen jetzt, also in der deutschen Gesellschaft sehr häufig anzutreffen ist leider. Und das führt dazu, dass du halt auch dann sehr wenige Leute hast, die unternehmerisch tätig werden wollen. Und ich glaube, dass, da bin ich fest von überzeugt, die wirkliche Veränderung in der Gesellschaft hinsichtlich, dass wir mit der Zukunft umgehen können, wir brauchen mehr Unternehmer, die sich was trauen, die tolle Unternehmen aufbauen, dort dann Mitarbeiter haben, die da ankoppeln und gemeinsam was aufbauen wollen. Und da muss man auch mal ins Risiko gehen. Ja, und das kann auch mal schief gehen. Deswegen, also die zweite Sache ist, dass wir, da bin ich fest von überzeugt, dass wir mehr Leute brauchen, die Selbstverantwortung übernehmen. Das heißt nicht, dass ich die Leute krepieren lassen will, aber die Denke momentan ist immer, der Staat muss für alles aufkommen. Und das würde ich, in manchen Bereichen ist es richtig, in manchen Bereichen halte ich es für übertrieben, halte ich es für nicht richtig. Das ist auch so, wo ich hin und her gerissen bin, was dieses Grundeinkommen angeht, das Bedingungslose. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll funktioniert, weil irgendwo muss das auch bezahlt werden. Das ist für mich nicht schlüssig. Aber wie gesagt, ich habe mir da noch keine letztliche Meinung bilden können zu. Das ist mir zu komplex momentan noch. Das ist nur ein Bauchgefühl.